Und damit geht es weiter mit Let's Play Together Factorio, Folge 3. Ja, wir gucken mal, ob wir jetzt unsere Eisenproduktion quasi in eine Kiste packen können. Das finde ich ganz cool. Weil wir können ja hier nochmal Greifarme drunter bauen. Die holen dann diese Dinger raus. Also die, oh, das ist irgendwie nicht so geil. Egal. Genau, die holen dann die Eisenplatten da raus. So, dann machen wir hier so unterirdische Laufbänder. Und da haben wir hier ein großes Laufband, was den ganzen Schlons da zusammensammelt. Ja. So. So, okay. Genau. Achso, wir brauchen Also sechs es Stück ist davon. tatsächlich auch so, wenn ich jetzt einen elektrischen Greifarm vor eine Kiste packe, dann packt er automatisch Sachen da rein, ne? Ja. So sind die, so sollen die Dinger funktionieren. So. Oh. Strommast. Dann habe ich nämlich jetzt auch mal eine Produktion für Stein aufgebaut. Sehr gut. Und das endet dann einfach in einer Kiste. So. Hoppala. Ja, wobei jetzt erstmal. So. Mal schauen. Ach, so ist das schön. Guck an. Guckst du? Mehr Greifarme braucht das Land. Ah, schön. Wo soll ich denn die Kiste, wo ich die ganzen, also wo die ganzen Stahlplatten reinkommen, hinpacken? Neben das Forschungslabor? Wäre eine Möglichkeit. Also ich bin ja momentan noch recht frei. Ja, mach ruhig. Okay. So, also in die Eisenkiste kommt jetzt Stein. Ja. Exzellenz muss das. Falls du mal irgendwie Stein brauchst, wird jetzt abgebaut. So. Ich hätte irgendwie das Förderband ein bisschen länger gemacht. Aber egal. Vom Stein her. Ja, damit man nicht ganz so weit laufen muss. Ja, in der Tat. Gut, jetzt muss man natürlich schauen, was ist jetzt hier unsere Kommandozentrale, ne? Ich würde sagen, das Forschungslabor so ein bisschen. So als Mittelpunkt. Ja, passt schon, glaube ich. Irgendwann sind wir eh geschwindigkeitstechnisch relativ gut dabei, glaube ich. Ach so. Ah, mir fällt gerade auf, es wird gar nicht weiter geforscht. Das ist nicht gut. Weil was fehlt? Ja, die roten Dinger. Ich pack mal was rein, ich habe noch genug. Sehr gut. So. Es eigentlich sollte es, also es blinkt ja oben, wenn es einmal fertig geforscht hat. Es sollte, finde ich, auch blinken, wenn es nicht mehr genug versorgt wird. Das wäre eigentlich optimal. Ja, das wäre zu einfach. Na, guck mal. Ich meine, immerhin blinkt es schon, wenn es fertig ist, ja. Das ist schon das höchste der Gefühle. Würde ich sagen, erforschen wir den Werkzeuggürtel. Ja, dann muss man halt gucken, brauchst halt elektrische Greifer, das ist recht teuer. Also als Bauteil für diese grünen Teile. Ja, davon habe ich schon 14 Stück. Läuft bei dir. So, nehmen jetzt erstmal eine große Eisenkiste. Ach, jetzt produzierst du Fließband nach Eisen.
Moment. Eisenplatten über Fließbänder. So. Jetzt haben wir es. Ja, also ich, die produziert werden die ja sowieso schon, aber ich bringe die jetzt direkt in eine Kiste rein. Ich würde dann vielleicht einen schnellen Greifer am hinbauen. Ah, wir haben die ja schon. Ja, dann mache ich das. Einen schnellen. Ja, ja, das hätte ich jetzt auch überlegt. Nur ich wusste jetzt nicht, dass wir das schon haben. Also, aber es macht auf jeden Fall Sinn. Soll ich einen bauen? Ich habe schon einen. Nee, ich, ist gut. Okay. Ach komm. Ah ja, alles klar. Guck mal, genau in dem Dreieck der Nichtversorgung. Ach du Scheiße, ist der schnell. Ja, der heißt nicht ohne Grund schnell. Geht er dann noch schneller kaputt? Nein. Lustigerweise braucht er auch, obwohl er irgendwie doppelt oder dreimal so schnell ist wie normaler Greifarm, nur 100 Watt mehr Strom. Ach guck mal, jetzt bin ich gerade zufällig an dem Heizkessel vorbeigelaufen. Jetzt können wir gleich mal gucken, ob der Greifarm automatisch anfängt, Kohle... Ja, der Greifarm fängt automatisch an, Kohle nachzuziehen. Ist doch schön. Das ist schon gut. Ah, sehr gut. Da, da lacht das Herz. Also wir haben ja unser riesiges Kohlelager, das ist ja... Mhm. Ich bin mal gespannt, ob der schnelle Greifarm schafft, diesen Rückstau, den wir da haben, aufzuholen. Ich glaube nicht. Sehr optimistisch. Ah, dafür produzieren die Öfen einfach zu viel. Sag mal, warum kriegt der oberste Ofen denn immer noch kein Erz? Wobei, gut, so ein bisschen kriegt er aber. Vielleicht machen wir das mal so. Verdammt. Eisenplatten, ich verdamme euch. Ich brauche einfach zu viele davon. Ah, schön. Das sind ja schon, bitte. Was ist 200 da drin? Was ist denn da los? Ja, der Greifarm leistet ganze Arbeit. Ja, ich merke schon. So, ich mach mal noch eine Eisenkiste, die ich daneben packe. So. So. Jetzt haben wir zwei schnelle Greifer, die das einsammeln und in zwei Kisten packen. Das sollte dann auch erstmal reichen. Hoffe ich. Ach, scheiße. Ich habe ja so einen Brainlag in der Produktion. So. Vielleicht ist die Dings einfach zu lang. Das Förderband. Hä? Wovon redest du jetzt? Die Versorgung von dem obersten Brennofen. Das vielleicht daran scheitert. Ich habe jetzt auch die Versorgung für den... Für unsere Energiezufuhr habe ich jetzt auch automatisiert. Ich habe jetzt oben einen zweiten Kohleförderer eingebaut. Ja, das macht nicht so viel Sinn, glaube ich. Das Ding wird nämlich niemals so viel Kohle verbrauchen, wie das eine Teil fördert. Es macht aber auch dann mehr Sinn, wenn du es nicht aus der Kiste dann nehmen würdest, sondern direkt... direkt rein, ne? Vom Band irgendwie, dann schwarzen nämlich auch Eingreifer. Ja gut, aber das Problem ist, dass der nur fünf... Ach nee, Quatsch, er packt... Moment, der Greifer packt aber ja nur dann einen rein, wenn weniger als fünf drin sind. Richtig. Und in der Holzkiste kann man wenigstens ein bisschen schon mal ansammeln. Du würdest ja auch sparen, wenn du das auf dem Förderband liegen lässt. Ja. Dann würdest du das Förderband quasi als deinen Lagerort nehmen. Und du hättest auch alternativ einfach hiervon ein bisschen was abzweigen können, indem du hier so ein Teilerfließband reinbaust. Ja, können wir gleich nochmal gucken. Dann hättest du nämlich diese ganzen Elemente da gespart, also die ganzen Fließbandelemente. Fließbänder wachsen nicht auf Bäumen. Ja, das ist korrekt. So, woran versuchen wir es denn als nächstes? Wir können Lampen bauen, schön. Ja. Lampen sind super. Ich meine, wir könnten jetzt zum Beispiel Montagemaschinen herstellen. Im Werkzeuggürtel, wird der gerade getaggt oder ist der gerade am Pausieren? Wahrscheinlich ist er am Pausieren, ne? Ja, da war alles. Nö, er ist am Forschen. Das dauert einfach nur lange. Einfach nur langsam. Alles klar. Er braucht nämlich von beiden Dingern 100. Also von beiden Paketen braucht er 100. Okay. Warte mal, ein Eisenzahnrad und eine Kupferplatte.
Dafür braucht man zwei... Nee, dafür braucht man ein Teil und dann... Moment mal, woran siehst du, dass das der genau 100 braucht? Wenn du auf T gehst, dann oben sitzt mal 100. 100. Okay. Gut, blöde Frage. Wohin mit der ganzen Kohle? In meinen Geldbeutel. Gute Antwort. Ich würde sagen, wir bauen hier jetzt mal ein bisschen mehr Kohle ab. Wie auch immer. Mehr Kohleproduktion braucht das Land. Ach ja, wir haben ja noch Steine. Steine sollten wir genug haben. Ja, ich habe da gerade 100 Tonnen Steine rausgenommen. Ich weiß nicht. Sind schon wieder 50 drin. Okay. Einigen wir uns auf Einheiten und nicht auf Tonnen, weil Tonnen ist ja nicht richtig. Ja. Kann aber irgendwie, Tonnen habe ich irgendwie so von Anno übernommen, das ist halt so ein bisschen... Ja. Ist halt schwer. Ist halt Umstellung. So, dann brauche ich jetzt mal ein paar neue Schmelzöfen. So. So, das sollte vom Abstand her passen, wenn man da drei freilässt zwischen. So. Sehr gut. Theoretisch kann einer die ganze Zeit dabei bleiben und diese Wirtschaftsgedönse produzieren, weil die einfach auch relativ lange in der Produktion brauchen. Ja. Ja, dafür gibt es halt diese Montageeinheiten. Die können halt Sachen bauen. Ach echt? Ja. Cool. Das okay, so weit war ich in dem Spiel noch nicht, deswegen weiß ich das alles nicht. Das Problem bei den Montageeinheiten ist nur, dass die eine Begrenzung haben, wie viele Einheiten sie auf einem, also wie viele unterschiedliche Inputgüter sie verarbeiten können. Okay. Da hast du halt recht schnell das Problem, dass du irgendwie nur ein Quellgut, also nur ein Quellgut quasi gleichzeitig in der Montagearbeit Einheit verarbeiten kannst, aber irgendwie so ein Greifer oder so halt mehr als eine Sache gleichzeitig braucht. Also mehr als ein Baumaterial quasi. Inventar, Abfall, Logistikplätze. Was zur Hölle? Ich gucke mir gerade den Tech Tree an. Ach so. Dann ist ja gut. Motor wandelt Kraftstoffe in mechanische Bewegung um. Ermöglicht folgendes. Automobilität und Panzer. Sehr gut. Panzer das, sind immer gut. Das wollte ich hören. Ermöglicht folgendes. Panzer. Okay. Was könnte es Tolleres geben? Irgendwie, ja. Ja, irgendwie schon. So. Da können wir jetzt mal ein paar Strommasten zwischensetzen. Was kann ich denn jetzt gerade machen? Mal schauen. Das ist eine gute Frage. Eigentlich müsste es ja immer was zu tun geben. Es gibt ja eigentlich auch immer was zu tun. Du kannst halt Wissenschaftspakete bauen. Mache ich die ganze Zeit. Ja, dann ist es natürlich schon mal schwierig. Ich gucke jetzt erstmal, dass wir hier mehr Kupfer kriegen. Das Problem ist halt, das saugt halt so 90% meiner kompletten Forschungs... kompletten Bau, Zeit auf, ja. Genau. Dauert hast halt einfach. Du noch so einen elektrischen Erzförderer im Inventar? Drei Stück, ja. Dann mach das doch, warte mal. Baue ich mal ein paar? Ja, warte. Ich würde sagen, wir fangen mal hier oben an. So. Machen wir mal den Masten kurz weg. Jetzt packen wir hier die Dinger da drunter. Ich glaube drei, also so, dass wir drei haben. Ja, genau, das reicht. Ach, da wird auch noch gehen. Ja, dann baut er den auch noch da drunter. Nein. Oh. Ich habe sogar Strom. Also die Strommasten habe ich auch. Ich habe gerade noch nicht genug Fließbänder. So. So. Nein. Ach, falsch. Sehr gut. Falschen Fließbandtyp gebaut. Oh, wobei, das ist jetzt nicht so smart, stelle ich gerade fest.
Nee. Was ist da los, ne? Das ist nicht so klug. Das müssen wir ändern. Warte mal. Jeder Factorio-Profi denkt sich so, was machen die da? Das ist eine sehr gute Frage. Das frage ich mich hier hin und wieder auch. Was mache ich hier eigentlich? Ja. Ja. Gut. Ja, Fließbänder, so. So. Jetzt haben wir ein schönes Karussell. Schön. Und hier können wir jetzt im Endeffekt genau den gleichen Stunt machen wie oben. Dann hätten wir automatisch Kupfer und Stahlbleche. Mhm. Das wäre ganz cool. Das heißt... Oh, ich glaube, ich habe doch etwas viel Platz gelassen zwischen den Dingern. Weniger hätte auch gereicht. Oh, die beiden schnellen Greifarme sind schon arbeitslos geworden. Da kommt immer so ein Dreierpack an Eisenplatten. Und die nehmen sie relativ schnell auseinander. Ja, gut, ich habe jetzt halt zwei nebeneinander gebaut. Der untere nimmt halt jetzt wahrscheinlich mehr auf als der obere, weil die beim unteren halt hängen bleiben. Ich habe mal ein paar Holzkisten in die Holzkiste getan. Meinst du, wir brauchen noch mehr Holzkisten? Ja, ich weiß auch nicht. So. Lass mal das Inventar ein bisschen auskippen. So, Rohholz braucht man irgendwie auch nicht. Dass ich noch Kupfererz habe, ist auch ein bisschen komisch. Also im Inventar. Also das ist generell ab, ist auch komisch. Das ist... So. Ach, ich habe insgesamt 73 Holzmasten im Inventar. Einmal 50 und einmal 23. Alles klar. So, warte mal, jetzt machen wir dann noch so ein unterirdisches Fließband. Achso, und vielleicht... Teilerfließband, was ist das denn? Das ist halt ein Fließband, also so ein, ach, eine Verteilstation. Da kommt ein Fließband rein und zwei Fließbänder kommen raus. Und dann hast du halt 50-50 Verteilung der Waren. Ach, das ist ja optimal eigentlich, um zum Beispiel einen Kohlestau zu vermeiden, ne? Ja, dann solltest du aber mehrere hintereinander bauen, damit jetzt nicht wirklich die Hälfte der Kohleproduktion zu dem Heizkessel kommt. Mhm. Weil wenn du halt mehrere untereinander baust, quasi so eine Pyramide, dann hast du halt so eine Verteilung. Dann kommt halt irgendwie bei einer, bei einem Fließband irgendwie ein Viertel des ganzen Krempels an. Oder so. Der Mast stand da doch ganz gut, verdammt. Wobei hier unten braucht man das eigentlich auch gar nicht. So. Ah, mit Rechtsklick kann man übrigens immer in Fünferpaketen Sachen fertigen. Ja, das ist richtig. Das wusste ich tatsächlich auch. Sehr gut. So. Zack, zack. Okay, der Werkzeuggürtel braucht ja dann doch abnorm viel Zeit. Ja. 30 Minuten braucht er. Deswegen klar, weil der halt auch grüne Forschungspakete braucht. Also ich habe jetzt 54 rote und momentan 32 grüne Forschungspakete im Labor. Ja, ich meine, solange von beiden welche da sind, ist ja gut. So. Jetzt haben wir schon mal ein Förderband, wo die ganzen Kupferplatten herwandern. Dann nehme ich mal ein paar Eisenkisten. Ich packe mal eine Eisenkiste dahin, das muss reichen. So. Zack. Wie sieht es eigentlich mit unserer Stromversorgung aus? Ganz gut soweit. Oder? Ich schau mal kurz hierüber, wie die Belastung ist. Warte mal, das zeigt mir dann die Dampfmaschine an, ne? Verfügbare Leistung. Verfügbare Leistung steht, ist bei mir unten hinterm Inventar, das ist irgendwie nicht so geschickt. Es gab auch noch eine schöne Übersicht, die dir dann gesagt hat, wie der aktuelle Stand ist, quasi. Mhm. Der Heizkessel schafft schon keine 100 Grad mehr. Das ist schon ein Zeichen dafür, dass es nicht mehr ganz so gut läuft.
Produktionsstatistiken? Nee. Aha, wir produzieren im Moment 24 Eisenplatten pro Minute. Das sind 24 und 40. Das muss mehr. So will ich das jetzt jedenfalls deuten. Ich würde sagen, als nächstes forschen wir dann aber Elektrotechnik, weil Elektrotechnik so ein Kerndingen für alles Mögliche ist. Hm. Ich glaube aber, wenn wir eine Forschung angefangen haben, macht es keinen Sinn, die abzubrechen oder sie durch eine andere zu ersetzen. Was wir machen könnten, ist, dass wir noch ein Forschungslabor bauen. Also, dass wir noch mehrere Forschungslabore bauen. Dass wir gleichzeitig forschen können, ne? Nee, dann forscht man einfach nur schneller. Ach so. Soweit ich weiß. Ich hab mal... Ich baue mal auf Hand ein paar. Mhm. Wir haben jetzt hier halt auch eine Kiste mit Kupferplatten drin. Ah, ich sehe schon, die Eisenplattenkiste wurde mal wieder geradet. Weiß ich gar nicht, was du meinst. Und die 6 Öfen kriegen echt immer noch nicht genug Erz. Das kann doch gar nicht sein. Oh Mann. Was ist da los, ne? Ach, ist das schön. So. Ja, also ich meine, wir könnten halt jetzt das Bauen von diesen Wissenschaftspaketen mal automatisieren als nächstes. Mhm. Das wäre ganz klug. Mal noch einen Erzförderer angebaut. Irgendwie klappt das sonst nicht ordentlich. Hä? Was haben diese komischen Greifarme für ein Problem? Wieso greift er das da nicht? Ist das nicht auf seiner Seite und das stört ihn oder was? Na super. Versuchen wir. Gibt es nicht auch eine Möglichkeit, die Schmelzöfen elektrisch zu versorgen? Also soweit ich weiß nicht. Okay. Kann sein, dass es hinter irgendwann welche gibt, aber ich glaube... Nein. Ich will keine Hoffnung machen, aber... Nein. Immer schön realistisch bleiben. Gut. So. Das könnte jetzt ein lustiger Hack werden. Gucken, ob es funktioniert, was ich mir gerade überlegt habe. Ach, keine Fließbänder mehr. Hm. So. Ich glaube, das war das Problem. Oder auch nicht. Hä, jetzt nehmen sie das auf einmal doch die Dinger, die auf der linken Seite sind. Ich verstehe es nicht. Also entweder sind diese gelben Greifarme langsam oder irgendwie habe ich mich an die Geschwindigkeit der blauen gewöhnt. Hm. Komisch. Irgendwie scheint dieser Greifarm ein Problem zu haben. Ich weiß nur nicht genau was. Hm, seltsam.
Ich glaube, ich probiere mal aus, was passiert, wenn man das Fließband da umbaut, wenn man es an der anderen Seite da dran, also wenn man das vorher zweiteilt und dann die eine Hälfte von oben und die andere Hälfte von unten zu den Öfen bringt, ob das vielleicht besser funktioniert. Kann der Ofen nur von den jeweiligen Seiten per Greifarm erwischt werden? Oder von oben, von unten? Rechts, links, oben, unten jeweils zwei. Okay. Gut. Das heißt, du hast, glaube ich, 8 Positionen, mit denen du da an einem Ofen rumbasteln kannst, theoretisch. Das ist gut. Weil du halt unten zwei nebeneinander einstellen kannst und oben auch. An die Seite auch? Ja, klar. An die Seite auch zwei. Nee, an die Seite jeweils nur ein. Oben und unten nur jeweils zwei. Okay. Mist. So. Gucken wir mal, ob wir noch so ein Teilerfließband. Hoppala. Ja. Nehmen wir so ein Teilerfließband und dann gucken wir mal, ob das besser geht. So. Falsch rum. Okay. Zack. Da rein, da raus und dann kann auch sein, dass es total der Unfug ist, den ich jetzt gebaut habe. Ich habe keine Ahnung. Bei den langen Wegen nimmt das Erz sowieso. Wahrscheinlich hätte man es weiter nach oben bauen müssen. Hm, keine Ahnung. Jetzt gucke ich mal, ob sich das jetzt verbessert. Ach, du hast da unten... Oh. Okay. Damit dieses Teilding funktioniert, sollst du das schon so von hinten dran führen, ne? Ja, ich bin mir noch nicht so ganz so schlüssig, wie ich das jetzt genau machen soll. Und du musst gucken mit dem Abstand zwischen den Dingern. Aber gut, das kannst du ja ausprobieren, wie du möchtest. Ja, das Problem ist, ich möchte gern die, also bis jetzt ist nur der Oberofen automatisiert. Die anderen noch nicht und der Greifarm dazwischen passt halt nicht. Da sind die Abstände zu klein leider. Ja, da muss er auch gucken. Also ich, es macht mehr Sinn, wenn du die Kohle von der Seite packst, also von der Seite machst quasi, weil das etwas ist, wo alle drauf zugreifen müssen. Okay, also die Kisten wieder weg und... Ja, die Kisten kannst du halt dazwischen stellen. Mhm. Wenn du das haben möchtest. Ja, so woanders wird sonst wird's halt nicht gelagert, ne? Ja, also jedes Ding hat halt sein eigenes Lager. Aber alle brauchen Kohle. Unabhängig voneinander. So. Ich habe jetzt einfach mal die vorhandenen Forschungspakete auf die drei Labore aufgeteilt, die wir jetzt haben. Kann ein Greifarm auch mehrere Arbeiten übernehmen? Theoretisch ja schon, ne? Nee, der kann immer nur von A nach B transportieren, oder was meinst du? Ich glaube, ich habe gerade Scheiße gebaut. So ein bisschen, ja. Okay, mit dem Satz würde ich sagen, beenden wir die Folge und schauen dann beim nächsten Mal weiter. Okay, ja. Dann... Also, bis dahin. Bis dahin.